Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Veneto gehört heute zu, nebst Sizilien, Apulien, zu den grossen Weinproduzenten in Italien. Das heisst natürlich auch, dass die Vielfalt ist natürlich sehr gross. Da findet sie vom kräftigen, dichten Wein bis zum leichten, feinperligen Prosecco. Alles, die ganze Palette natürlich. Und im Jahr 1960 ist entlang an der Strada dei Vini del Piave durch das, dass die zusammengestanden sind, durch eine Villa von 500 oder ca. 500 Familien, ist ein Weingut Campo di Pietra entstanden oder geboren oder gegründet worden. Und Campo di Pietra ist natürlich auch der Name von dort, wo die Familien ihre Trauben haben, von dieser Gegend. Und heute bewirtschaftet Campo di Pietra und vinifiziert Trauben von ca. 1400 Hektar. Und Campo di Pietra produziert natürlich auch so viele verschiedene Produkte aus so grosser Fläche. Zum Beispiel Rotwein aus Piave, Weisswein aus Piave. Dann sehr viele verschiedene Prosecco, die es produziert aus dieser Gegend natürlich. Sehr spannende Sachen. Und so möchte ich Ihnen einen vorstellen, der wirklich entstanden ist für jeden Tag. Natürlich aus der Rebsorte auch Clera, also der feine Prosecco für jeden Tag, den Sie jeden Tag geniessen können, der ist aus dieser 100% Clera und heisst Gatti Pietra. Und aus den Rebbergen natürlich von Campo di Pietra, dort draussen ist der entstanden. Und da möchte ich Ihnen vorstellen, die Farbe von dem Prosecco ist so ein schönes helles, so ein grün-gelb. So eine jugendliche, schöne, helle Farbe. Und in der Nase hat er viele, aber zarte Aromen. Er ist nicht so eine riesige Kraft, aber schön viele, verschiedene, saubere Aromatik. Zum Beispiel auch so eine feine Aroma, zum Beispiel von einem super frischen Apfel. Oder ein bisschen auch ein bisschen mineralisch zum Beispiel. Oder was er schön fein super hat, auch so eine weisse, zarte Nektarine. Es ist einfach alles schön fein, zart, wirklich sehr schön im Gaumen. Im Gaumen ist er ist sehr schön. Im Gaumen ist er sofort lebendig. Es ist eigentlich nebst dem, dass er sehr schön lebendig ist und die frische Aromen hat, ist er harmonisch. Er hat eine sehr schöne Harmonie zwischen süß und säuerlich. So ein bisschen knackig und süßlich und so ein bisschen knackig säuerlich. Wirklich schön und durch das ist er auch lebendig und hat einen lebendigen Abgang. Und nach dem Abgang kommt er nochmal das Spielen, so ein bisschen süßlich, säuer, wirklich wunderschön spannend. Der Weisswein, der als Grundwein für den Prosecco hergestellt wurde, ist also für die zweite Gärung. Also normalerweise gibt die zweite Gärung ist eine Flaschengärung, aber bei dem Prosecco gibt es eine Drucktankgärung, das heisst ein Méthode Charmat, sagt man dem. Und das ist dann die grösseren Mengen, die in einem Tank vergären, statt in der Flasche. Und so natürlich, wie die Italiener würden hören, Metodo Martinotti. Das ist das Gleiche, ist einfach ein anderer Name, ist italienisch. Der Prosecco, gerade die Pietra, den ich Ihnen vorstelle, das ist ein Extra Dry. Extra Dry heisst, trotzdem, dass er auch extra trocken steht, hat er zwischen 12 bis 20 Gramm Restzucker, den man lassen steht, pro Liter. Oder zum Beispiel auch ein Brüt. Das ist so ein Durcheinander. Der Brüt hat einfach 15 Gramm und weniger. Und der Extra Dry hat zwischen 12 bis 20 Gramm. Fast manchmal etwas Ähnliches. Und das heisst natürlich, das kann natürlich ein Extra Dry ein bisschen süßer empfinden, als ein Brüt. In dem Fall ist es wirklich sehr angenehm, wo das entstanden ist, der Extra Dry. Wunderschön. Der Gatti Pietra, der ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch. Wirklich wunderschön, ein Prosecco für jeden Tag.
Danke vielmals. Ade miteinander.